Ich eröffne die Aussprache. Als erste Rednerin hat das Wort die Kollegin Christine Buchholz für die Fraktion Die Linke. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Frieden in Nahost kann es nur geben, wenn die politische Betätigung der Palästinenserinnen und Palästinenser nicht weiter eingeschränkt wird. Nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Adamea befanden sich zum 30. September diesen Jahres 6.180 Palästinenser aus politischen Gründen in israelischer Haft. Unter diesen politischen Gefangenen befinden sich 212 Palästinenser in sogenannter Administrativhaft. Diese Gefangenen bleiben ohne Anklage, ohne Recht auf ein Gerichtsverfahren im Gefängnis. Sie werden aufgrund angeblicher geheimer Informationen festgehalten. Das israelische Militär kann palästinensische Zivilistinnen und Zivilisten ohne Begründung 6 Monate einsperren. Kurz vor Ablauf der Frist kann die Gefangennahme beliebig oft verlängert werden. Einer der Betroffenen ist der 37-jährige Reda Khaled. Er ist verheiratet und Vater von 5 Kindern. Er arbeitet für die UN-Hilfsorganisation UNRWA in einem Flüchtlingslager im Westjordanland. Reda Khaled wird seit dem 19. Dezember 2008 ohne Gerichtsverfahren oder Anklage festgehalten. Die Vereinten Nationen haben Israel zuletzt am 29. Juli 2010 für seine Praxis der Administrativhaft kritisiert. Zu Recht. In den letzten Jahren sind vermehrt Aktivisten, die gewaltfrei gegen die Besatzung und speziell gegen den Bau der Mauer durch ihre Dörfer protestieren, verhaftet worden. Zum Beispiel Ibrahim Amiri aus dem Dorf Nailin. Er ist Gründer und Vorsitzender des lokalen Protestkomitees. Er wurde für schuldig befunden, sich in einer militärischen Sperrzone aufgehalten zu haben. Die von der Armee verhängte Sperrzone beginnt direkt außerhalb des Dorfes und schließt die Olivenhaine mit ein, von denen die Menschen leben. Die Bewohner dürfen nichts ernten, nicht ihre Bäume pflegen. Die Proteste bestehen in wöchentlichen friedlichen Prozessionen der Dorfbewohner zu ihren Bäumen. Ibrahim Amiri wurde in einem israelischen Militärgefängnis in einem unterirdischen Trakt eingesperrt und dort geschlagen. Dann wurde er in ein Freiluftlager in die Wüste verlegt. Tagsüber wird es unerträglich heiß, nachts unerträglich kalt. Seine Familie muss Geld sammeln, damit er dort Wasser und Nahrung kaufen kann. Für sein Herzleiden verweigert ihm die Armee Medikamente. Ibrahim Amiri ist nur einer von über 160 Menschen, die die Armee allein in diesem Dorf seit 2008 verhaftet hat. Die Hohe Vertreterin der EU, Catherine Ashton, drückte kürzlich ihre Sorge aus, die Verhaftung politischer Aktivisten diene dazu, Palästinenser von ihrem legitimen Recht zu Protest abzuhalten. Die Linke fordert die Freilassung der politischen Gefangenen in Israel, die Aufhebung der militärischen Sondergerichtsbarkeit und die Abschaffung der Administrativhaft. Die Linke fordert die israelische Regierung auf, bis zur Freilassung der Gefangenen deren Menschenrechte zu respektieren. Das gilt insbesondere für die 691 Gefangenen aus dem Gazastreifen, denen seit Juni 2007 jeglicher Familienbesuch verweigert wird. Ich bitte Sie, die Abgeordnete der anderen Fraktionen, unserem Antrag zuzustimmen und damit ein Zeichen für Menschenrechte zu setzen und damit einen Beitrag für Frieden und Gerechtigkeit in Nahost zu leisten.